Ich befinde mich gerade auf Sizilien, besser gesagt in Katanien. In diesem Video nehme ich dich mit, wie wir gemeinsam sizilianische Köstlichkeiten probieren werden. Denn das ist nicht nur normales italienisches Essen, nämlich ist es hier so, dass es pro Region immer spezielles Essen gibt. Ich habe mich da ein bisschen umgehört, ich habe mit Einheimischen gesprochen und mir die besten Tipps eingeholt. Also sei dabei, ein Tag essen wie ein echter Sizilianer. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard, bin einfach ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Auf euch mit dem ersten Kaffee und dem Frühstück. Wir befinden uns gerade in so einem Café in Catania und hier gibt es das klassische italienische, eher sizilianische Essen. Erstmal so ein Arancini mit Käsefüllung, bisschen Fleisch, Tomatensauce. Das schmeckt so wie so eine Bolognese, komprimiert, frittiert mit einer außen knusprigen Schale. Dann haben wir noch was Süßes, ja, das darf auch nicht fehlen. So ein Pistachio Croissant. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen hier. Und ein Panini. Ich bin super gespannt. Sagen, wir gehen da jetzt rein und hauen ordentlich rein. Ich sag's euch, Leute, so Essen ist was richtig Feines. Erster Biss mit der Pistaziencreme drin. Jetzt tue ich das mal rein. Oh, das ist brutal. Wirklich sehr, sehr lecker, diese Pistaziencreme drin. Super cremig. Ich bin aber so, ich esse nicht alles immer auf einmal auf. Ich mache dann immer so, ich esse ein bisschen was vom Croissant, also was Süßes, dann wieder was Salziges, dann Süppchen Käffchen und danach wieder was Süßes. Und jetzt hier Arancini. Also das, jeder weiß, der nach Sizilien kommt, ja, der muss das probieren, weil das ist echt ein Meisterwerk, wirklich. Natürlich, die ersten Bisse sind immer ein bisschen trockener, aber beim zweiten oder dritten Biss, da kommt dann die ganze Liebe der italienischen Küche auf euch zugerauscht. Was haben die hier gemacht, ey? Dann ist hier noch so Käse drin, das schmilzt dann, alles im Einklang, ne? Also alles im Zusammenspiel, so salzig, ne? Dann hast du hier Fleisch, das ist auch so ein bisschen härter teilweise. Und dann hast du außen diese knusprige Kruste und dann dieser Käse, der so warm ist und dann zerläuft. Das hier, wenn ihr Ratatouille geschaut habt, genauso wie ich und das geliebt habt, dann ist gerade dieser Moment, wenn er den Käse nimmt und die Weintraube und dann hat er im Mund so eine Geschmacksexplosion. Genauso ist das gerade. Und jetzt beißen wir sofort in den Panini rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist Eselmortadella. Was ganz geil ist, da ist so eine Pistaziencreme drüber mit so Pistazienkörnern. Also das müsste auch crunchy sein. Und allein schon, wenn ich sehe, das Brot, das ist außen so crispy und innen drin ist es halt so ultra weich und das ist halt super geil. Okay, hier war der erste Biss schon saftig. Jetzt noch ein Sip Kaffee. Auch Kaffee, egal wo ihr Kaffee trinken geht, ihr werdet guten Kaffee bekommen. Das Geile ist, an dem Essen, das sieht zwar so massig aus, na, aber insgesamt, das ist trotzdem so fluffig, wie eine Wolke. Du beißt in so eine Wolke und du fühlst dich danach fresh, auch wenn du viel gegessen hast. Nochmal so ein Biss vom Arancini, ey, und ich hoffe echt für dich, dass du zu Hause gerade sitzt und dir auch was Gutes zu essen gemacht hast, weil das will ich dir eigentlich gar nicht antun, wenn du hier jetzt hungrig vor deiner Glotze sitzt. In meinen Intros sage ich ja wieder, ich bin einfach ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Das stimmt auch. Aber wenn mir jetzt einer sagt, ja komm, lass uns diese Sehenswürdigkeit ansehen. Ja, muss man auch machen, aber das lässt mich kalt. Aber wenn es dann anfängt, kulinarischen Köstlichkeiten auszuprobieren, da fängt mein Herz an, schneller zu schlagen. Ich würde mal interessieren, ob das bei dir genauso ist. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade die zweite Bestellung in Auftrag gegeben. Ein Dessert noch mit einem Caption. Americano, aber schwarz, kein Cappuccino und so. Und das Ganze wird sich gleich mit dieser Aussicht gegönnt. Moment, ich schwenke die Kamera kurz, damit ihr auch versteht, ein bisschen Einblick habt, wie das Ganze ist. So eine Kulisse hier zu essen. Das ist der Arbeitsplatz. Und dann schaut man hier so in die Strada. Das ist ja Miele. Also wir haben hier Cannoli. Italiener, die lachen sich gerade wahrscheinlich kaputt bei meiner Aussprache, aber egal, da habt ihr wenigstens so ein bisschen was zu lachen. Lachen ist wichtig und gesund. Pistachio Cannoli. Cannoli Ricotta. Der hat mir die Ricotta empfohlen. Ich liebe so Pistazien und sowas. Da sind auch Pistazienkerne, also Kerne oder Nüsse oben drüber, ne, das für den Crunch. Das ist außen so schön, so ein bisschen frittiert, aber auch nicht zu fettig. Dann diese Zimtnote um diese Pistazienkerne. Und dieser Käse, der ist so kalt, ne? Und der kühlt das Ganze dann ab und insgesamt, it's an explosion, man. Explosion. Mit Kaffee nachspülen, das ist der Pistazien-Cannoli. Boah, finde ich trotzdem geiler als den Ricotta. Das hat sie auf die Eins, Freunde. Boah, sehr, sehr lecker. Und ein Try ist es auf jeden Fall wert. Overall war das so das perfekte sizilianische Frühstück. Ja gut, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Spot. Ich bin jetzt hier ein bisschen rumgelaufen beim nächsten Spot. Das ist nur was Kleines, aber auch was sehr Einheimisches, wo du sehr viele Leute siehst, die hier einfach vorbeilaufen und sich was gönnen. Nämlich ist das hier so ein Stand, da kannst du Kaffee gönnen. Und mir hat der Kollege gerade gesagt, hier sowas, das trinken auch die Catania hier, also die Sizilianer, sehr gerne. Das ist einfach Mineralwasser mit bisschen Zitrone und Salz. Und es ist echt verdammt erfrischend, also eigentlich super simpel, kostet auch 1,20 €. Auf die Hand und gib ihm, let's go. Grazie mille. Thank you. Bin ich
hier an einem Spot, da war ich gestern schon mal und der ist echt heftig. Café Europa heißt der, ich bin hier zufällig reingegangen und dann habe ich zufällig gesehen, dieser Ort hat fast 6000 Bewertungen bei Google und hat mit 4,3 abgeschnitten und das hat schon was zu bedeuten. Gerade wurde eine Bestellung in Auftrag gegeben und ich zeige euch das Ganze gleich. Also Broski, die Bestellung ist da, wir fangen erstmal mit den herzhaften warmen Sachen an. Hier das hier, das ist so ein Brot, das ist gefüllt mit Käse, bisschen Fleisch und Tomatensauce. Die Einheimischen hier sagen Bolognese, aber die sprechen es natürlich mit einem italienischen Touch aus. Dann haben wir dazu noch wieder so eine typische Cannoli, aber diesmal mit Schokofüllung. Dann haben wir hier so einen Eisbecher und das ist meine persönliche Empfehlung. Ich war hier nämlich gestern schon mal und dann habe ich Pistazio probiert. Daneben dran ist noch Nutella-Eis. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht um den heißen Brei herum, wir hauen jetzt ordentlich rein. Okay, erstmal die Bolognese, das ist ein bisschen komisch für mich als Allmann so, weil bei uns in Deutschland ist ja Bolognese, ne? Wenn man Bolognese sagt, dann denkt man an genau eine Sache, nämlich Spaghetti-Nudeln mit einer Bolognese-Soße. Crazy. Also dieses Café, absolute Empfehlung. Die Arancinis, die ich vorher beim Spot gegessen habe, die waren schon gut, ja? Die waren da schon so eine 8,5 von 10. Aber hier habe ich das gestern das erste Mal probiert und hier waren die noch würziger und wirklich, das war gestern hier wirklich eine 10 von 10. Real talk. Das Ding ist schon beim ersten Biss saftig. Ah ne, ich muss das korrigieren. Das ist nicht so Fleisch drin, sondern so Wurst. Guck mal, wie saftig. Wenn ich so drauf drücke, kommt der Käse raus. Heftig, Leute. Und diese Tomatensauce, das schmeckt einfach, als hätte das deine Großmutter gemacht. So schmeckt das. Dieser Aromen da drin, diese Liebe beim Kochen, das kommt hier im Mund wieder alles zusammen und macht dich einfach glücklich. Wisst ihr, das, was ich vorhin gesagt habe, gilt immer noch. Das wird alles gemischt, ja. Das wird nicht alles eins nach dem anderen gegessen, das wird alles zwischendurch gegessen. Probieren wir jetzt das erste Mal Nutella-Bite. Schön angeschmolzen, cremig. Was erwartest du denn anderes von den Sizilianern, ne? Da erwartet doch keiner was anderes. Ich finde, ein gutes Eis erkennst du an drei Sachen. Sache Nummer eins ist, es darf nicht zu krass süß sein. Also es darf nicht so übel krass nach Zucker schmecken. So. Da muss mehr so dieser Geschmack von der Sorte, die du holst, rauskommen. Punkt Nummer zwei, es darf nicht zu hart sein. Es muss so ein bisschen, so als wäre das schon, als würdest du ein Eis kaufen und du lässt das so ein bisschen anschmelzen. Ne? Und dann darf es auch nicht so krass so Stückchen haben. Das muss alles smooth sein und so locker fluffig wie so ein Mousse so ähnlich. Ne? Punkt Nummer 3, ein gutes Eis erkennst du immer daran, dass es schnell anfängt zu schmelzen. Jetzt machen wir Geschmackstest von der Cannoli. Ja, die Schokosoße ist perfekt. Nicht zu bitter, nicht zu süß. Ich mag ja dunkle Schokolade am meisten. Das kommt hier extrem gut durch und die ist auch extrem smooth. Dann beißen wir mal rein. Boah, mit dem Crunch von dem frittierten Teig, einfach im Zusammenspiel, sehr, sehr nice. Und das, was echt cool ist, ist, dass das auch nicht zu krass süß ist. Da schmeckst du wirklich den Teig, da schmeckst du ein bisschen, dass das frittiert ist vom Puderzucker. Und dann dieser Hauptgeschmacksträger ist das innen drin. Und im Zusammenspiel, das ist auch schön kühl. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich mampfe jetzt das Ganze auf und dann sehen wir uns noch an einem Spot, der nicht so viel mit Essen zu tun hat. Und zwar, Broski, bin ich hier an so einem Spot. Ich blende die Koordinaten oder die Adresse ein. Und hier ist einfach so ein bisschen was aus Holz gebaut und man kann runter ans Wasser gehen. Da ist alles so hergerichtet, ist for free, kannst hier hinkommen, chillen. Hier sind eine Menge Leute, kannst dich ein bisschen bräuen, kannst dann im Wasser planschen gehen. Da hinten gibt es noch so einen Spot, da kannst du dir ein paar Getränke und sowas gönnen. Also echt cool und hier lasse ich ein bisschen den Tag ausklingen und danach sehen wir uns beim nächsten Meal. Damit man sich trotz des ganzen Essens gut fühlt, gab es noch eine kurze Gym-Einheit. Danach steigt das Wohlbefinden, man fühlt sich fitter und es passt auch mehr Essen rein. Kleine Motivation an dich, denk auch dran, dich zu bewegen. Nach dem Gym ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Natürlich muss der Körper auch mit Protein versorgt werden. Und der nächste Spot ist etwas exquisiter, würde ich sagen. Nämlich sind wir hier bei Angio. Ich blende euch ein. Bewertung, alles. Sehr gutes Restaurant. Und ich habe mir sagen lassen, dass Schwertfisch hier auch eine Spezialität ist. Deswegen habe ich mir das auch bestellt. Okay, die Besonderheit an dem Schwertfisch ist, der ist geräuchert. Ja? Und ich liebe geräucherte Fisch. Kleiner Sidefact, mein Vater, der hatte immer so eine Fischräucherei. Und ich bin damit aufgewachsen. Und ich weiß, wie guter, geräucherter Fisch schmeckt. Wir probieren jetzt gemeinsam das Ganze. Erstmal Test vom Brot. Was auffällt, das ist super, super soft und leicht warm. Fällt mir richtig gut. Wenn das Brot so warm serviert wird, dann kommt das immer so extrem frisch rüber. Das ist so ein kleiner Trick, den die Restaurants drauf haben. So. Natürlich ist das, also höchstwahrscheinlich ist es nicht frisch gebacken, aber durch diese kleine Aufwärmung, ne, kommt diese Freshness. Dieses Gefühl, wie wäre man morgens beim Bäcker. Weil ich nicht weiß, wie das Ganze gegessen wird, knall ich jetzt einfach den Fisch oben drauf auf dieses Brot und beiß da rein. So einen Sandwich haben wir uns jetzt gebastelt. Das kommt sehr gefährdet. Das schmeckt echt gut. Der Fisch, der ist richtig soft, so richtig zart. Der zergeht, der zerläuft sozusagen auf der Zunge. Auch schön gekühlt, ne? Auf dem warmen Brot im Einklang. Da drüber ist irgendwie so eine Pistaziencreme. Die Sizilianer, die lieben alles irgendwie mit Pistazio. Sehr, sehr nice. Und noch ein Hauch von Olivenöl. Und das ist ein bisschen salzig, aber nicht zu salzig. Und zusammen mit dem Brot, er hat mich auch so ein bisschen so ähnlich wie Sauerteigbrot. Natürlich nicht so gut wie in Deutschland, aber
kann sich schon blicken lassen. Natürlich bewegen wir uns hier in einem etwas höheren Preissegment. Für diese Vorspeise 16 Euro dagelassen. Aber das Geld ist gut investiert. Bei Essen, vor allem bei gutem Essen, sollte man nicht sparen. Und ich muss es dir natürlich auch zeigen. Die Vorspeise wird jetzt ins System gebracht und dann sehen wir uns beim Hauptgang. Main Dish ist gekommen. Dazu haben die nochmal extra zusätzlich Brot gebracht. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das wären so frittierte Tintenfischringe. Aber nee, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und hier ist nicht nur Tintenfisch, das sind auch andere Meeresfrüchte. Aber um ehrlich zu sein, die Karte war auf Italienisch und ich habe absolut keine Ahnung, was das auch ist. Oben drüber ist noch reiner italienischer Parmigiano. Wir hauen jetzt rein. Ultra soft. Also an die, die es nicht wissen oder die das nur irgendwie vom Chinesen in Deutschland gewöhnt sind, so Oktopus, ne? Man denkt so, das ist zäh irgendwie wie Gummi. Aber nee, Kollege, da muss ich dich neu belehren. Oktopus ist sehr, sehr zartes Fleisch, wenn du es richtig zubereitest und wenn es guter Oktopus ist. Das erste Mal richtig guten Oktopus habe ich auch erst auf den Seychellen gegessen. Blende ich hier oben das Video ein. Oktopus ist eine Spezialität und wenn es gut ist, darf es nicht zäh sein. Oktopus muss eben auch auf der Zunge zergehen. Das Brot, das wird dann so reingetunkt in diese Olivenölsoße. Sam, ihr wisst das. Wenn es irgendwas gibt, wo man Brot reintunken kann, wird sofort Brot reingetunkt. Die Portion, mach mal auf Pause. Diese Portion, rate mal, was sie kostet. Mach mal auf Pause jetzt und schreib es unten in die Kommentare. Okay, ich kann es auflösen. 25 Euro. Aber geht vollkommen klar für frische Meeresfrüchte. Ich meine, es ist in Ordnung. Es ist ein kleines Festmahl zum Ende des Tages. Das Video ist aber nicht zu Ende. Wir sehen uns nämlich morgen bei der nächsten Mahlzeit. Und die würde ich mir an deiner Stelle auf keinen Fall entgehen lassen. Schönen guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht, habe mich fresh gemacht und jetzt geht's direkt zum nächsten Spot. Und du wirst dich wahrscheinlich wundern, weil die Sizilianer essen das wirklich zum Frühstück. Okay Leute, wir sind beim nächsten Spot angekommen, Gelatissimo de Giuseppe. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das ist auch ein klassisches sizilianisches Frühstück in Katanien. Die haben hier so eine Spezialität mit extra spezieller Eiscreme und dazu noch so eine Nuss-Eiscreme. Also das ist so ganz special, gibt es irgendwie nur hier. Der Laden ist ein bisschen kleiner. Ich habe mich extra dafür entschieden, nicht in so einen Laden zu gehen, den jeder kennt, der irgendwie 2000 Bewertungen hat. Hatten wir auch schon in dem Video, sondern auch so die kleineren Leute zu supporten. Der Laden ist in so einem etwas ruhigeren Viertel. Mich persönlich ist es ganz cool, mal in etwas da so unterwegs zu sein, wo die Locals unterwegs sind. Ne? Und ich denke, für den einen oder anderen von euch auch, weil diese Main Places, wo die ganzen Touris und so sind, wo alles so ist und sich jeder anquatscht, ist schon anstrengend. Da reicht mir meistens immer nur so ein Tag. Ne? Und sonst immer so die kleineren Leute, ja, die lokalen Sachen supporten. Ja? Der Laden hat 4,7 Sterne, glaube ich, als Bewertung. Knapp 100 Bewertungen, also soll schon was heißen. Spezialisiert sich nur auf Eiscreme und du kannst dir sogar kiloweise Eiscreme kaufen. Und der Besitzer auch, super, super nett, hat mir auch Eis zum Probieren gegeben, dass ich mich entscheiden kann. Und ich würde sagen, genug gequatscht, wir hauen jetzt rein. Was ist das für ein Monster, ey? Das sieht schon pervers aus, oder? Seid mal ehrlich. Es ist eigentlich so simpel. Einfach Brioche, jeder liebt Brioche. Eiscreme, jeder liebt Eiscreme. Kombinieren, da hast du was, was alle zweimal so stark lieben. Real talk, ey. Dieser eine Spezialeisgeschmack, das ist so dieses Cannolo. Cannolo Riscotta, glaube ich, aber so gemixt als Eiscreme, also was ganz Special-mäßiges. Hat auch so ein ganz bisschen so eine salzige Note, also ist nicht zu krass süß. Ciao! Buongiorno! Also der Typ ist irgendwie, hat 6-mal den goldenen Löffel bekommen, der hat so einen Orden und sowas, also ganz cool. Und das ist sizilianisches Brioche, ist so ein bisschen so mit Zitrone verfeinert. Schmeckt echt, echt gut. Bis jetzt auch einer meiner Favorites. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so eine Bombe sein wird. Also ich dachte, das ist so ein kleines Teil, ne? Junge, 2 Kugeln, dachte ich mir, ne? Junge, das ist gefühlt ein ganzes Ben & Jerry's, so eine ganze Ben & Jerry's Packung einfach in so ein Brioche gepackt. So fühlt sich das an, ist einfach mächtig, aber trotzdem liegt sehr gut im Magen. Da hast du auch so Schokostückchen drin. Sehr, sehr cool. Und dieses Brioche, ne? Das ist so soft. Ciao. So soft, also echt verdammt cool. Man kennt das, wenn man so die Hälfte isst und dann ist irgendwie so, man hat da nicht so Bock. Hier ist das nicht so. Du hast Biss für Biss immer mehr und mehr Lust da drauf. Es ist wirklich krank, Leute. Es ist pervers. Um so in den Tag zu starten, was will man mehr? Ja, was will man mehr? Nach einer süßen Mahlzeit am Morgen gibt es gleich noch eine echte sizilianische Spezialität. Freunde, wir sind jetzt bei unserem vorletzten Spot angekommen. Ein Sizilien-Klassik.
Eine Pasta darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man hier in Italien ist. Das ist keine normale Pasta. Das ist die Pasta, für welche Sizilien und Katanien extrem bekannt ist. Die Pasta alla Norma. Ganz einfach gehalten mit ein bisschen Tomatensauce, dazu noch ein bisschen Aubergine und ein bisschen Gemüse, ne, Tomate. Darüber haben wir hier, ich glaube, Ricotta-Käse. Bin ich mir nicht sicher, könnt ihr gerne korrigieren, wenn hier ein Kenner dabei ist, ne? Und dazu haben wir noch ein bisschen Brot erhalten. Darauf habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefreut. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich Nudeln esse hier. Dazu gibt es natürlich ein Wasser dazu. Wir sind ja Fitnessleute, ne? Wir wollen ja fit bleiben. Wir beißen rein. Si, very good. Thank you very much. This is Sicilian special, ja? Yeah? Catania special or Sicilia? No, Sicilia. Sicilia, all Sicilia. Normal. Die Nudeln sind perfekt, al dente. So, die sind außen weich und innen wird es ein bisschen härter, so echt gute Konsistenz. Ich zu Hause Nudeln koche, dann sind die immer matschig. Schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt auch sehr einfach, sehr sommerlich. Ne? Man merkt hier, dass hier oft sehr warm ist. Und das merkt man auch am Essen. Das ist alles so Kost. Die geht extrem leicht runter und danach fühlst du dich auch nicht so extrem träge oder so. Auch wenn das hier ein bisschen fettiger ist und sowas. Das ist ja sogar vegetarisch, ne? Also ist ohne Fleisch und sowas. Ist auch extrem selten eigentlich. Muss ich auch mal öfter machen. Schmeckt aber extrem gut und vor allem, das kommt auch sehr, sehr gut mit diesem Käse oben drüber. Der ist auch schön salzig, würzig, so schmilzt oben drüber. So die untere Schicht fängt an zu schmilzen. Oben ist der noch, ja, normal. Alter, schmeckt richtig, richtig gut. Ihr wisst, der Typ, der mir das gebracht hat, er hat es gebracht und er guckt so, wie reagiere ich so, wie ist mein Gesichtsausdruck. Das bedeutet meistens auch, wenn es die Leute interessiert, was die Leute denken über ihr Essen, dass die sich auch extrem viel Mühe geben. Und das schmeckt man hier auch. Wir befinden uns hier nämlich bei Trattoria de Rinaldo. Auch ein nicht so großer, bekannter Laden. Ja. Ich habe versucht, halt auch so ein bisschen so Local Basics auszusuchen. Ja. Nicht da, wo extrem viele Touristen unterwegs sind. Auch da, wo auch die Einheimischen essen gehen. Der Laden ist auch relativ gut bewertet. Hat aber auch nicht so extrem viele Bewertungen, was auch ein gutes Zeichen ist. Weil ich weiß, dass dich auch der Preis interessiert. Ne? So ein Teller, 10 Tacken und das Ding ist gebongt. Vollkommen in Ordnung, guter Preis für so eine große Portion Pasta. Freunde, das Ganze wird jetzt verspeist und wir sehen uns beim Fazit. Das Essen ist finito appetito. Zum Schluss wurde mir noch hier so ein sizilianischer Espresso serviert. Fazit, sizilianische Spezialität, große Portion, ich meine für 10 Euro. Größer hätte die Portion nicht sein können. Ich bin voll gefressen, mir geht's gut. Der Käse oben drüber war schön würzig, alles in allem sehr, sehr lecker. Das Brot war auch sehr gut und auch eine klare Empfehlung. Die Bedienung, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr zuvorkommend, immer am Lächeln, fragt, wie es mir geht, guckt die ganze Zeit noch rüber, okay, wie geht's dem Kunden? Auch immer ein gutes Zeichen. Freut mich extrem, dass man hier so herzlich empfangen wird. Dieses Restaurant ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Leute, wir sind jetzt wieder zurückgekehrt zu Gelatissimo Giuseppe. Eine Sache, nach der Pasta muss es nochmal was Süßes geben. Und das ist auch jetzt der letzte Snack. Es war auch was typisch Sizilianisches, Granita. Und Granita ist nicht milchig, das ist auch Eis. Aber das ist eher so auf Wasserbasis, aber auch nicht so wassereismäßig. Es ist einfach was ganz Spezielles. Es ist nicht so ganz cremig, aber auch nicht so wässrig. Das ist so der perfekte Mix für den Sommer, was auch extrem erfrischt. Ihr kennt es, wenn man Eiscreme isst, ne, die ist ja schon ein bisschen fettiger, schon ein bisschen cremig. Natürlich auch ganz cool, aber an so extrem heißen Sommertagen ist das hier das, was du brauchst. Und wir haben hier so ein Special bekommen. Das hier gibt es hier nur im Sommer mit den Früchten. Das ist so ein Beerenmix und unten ist auch Pistazien. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil Pistazien kennen wir ja so cremig und das so auf Wasserbasis mäßig. Wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. Jungs und Mädels, sorry, ich sag immer Jungs. Nicht zu süß. Es schmeckt sehr fruchtig, sehr fresh. Man schmeckt einfach nach Sommer. Schmeckt nach Sommer. Hat auch so die perfekte Temperatur so. Es ist nicht so zu kalt oder so. Nicht, dass wir hier Brain Frost kriegen. Das Wohlbefinden steigt, Form leidet darunter. Aber egal. Ab morgen geht der Minicut weiter. Der Besitzer dieses Ladens auch extrem freundlich, extrem zuvorkommend. Was der mir an Eissorten zum Probieren gegeben hat, ihr glaubt es nicht. Klare Empfehlung, kommt hier vorbei, unterstützt das. Sehr, sehr guter Mann. Es ist eine ganze Familiengeschichte, dieser Laden. Spezialisiert nur auf Eis, Granita und alles. Sehr, sehr cool. Das ist immer was. Also er hat gesagt, sein Vater hat für 50 Jahre Eis gemacht. Sein Großvater hat auch extrem lange Eis gemacht. Das ist über 4 Generationen haben die diesen Eisladen hier. Ihr wisst halt, wenn sich ein Laden auf eine Sache spezialisiert, egal sei es was, ne, dann ist zu 98% der Fällen das Essen dort perfekt, so wie es hier gerade ist. Und hier hinter mir, hier ist so ein ganzer Abteil Eis, der ist ohne Zucker, ohne Milch, ja quasi auf healthy für Fitnessleute und für Diabetiker, also sehr nice. Um die Leute wird sich hier auch gesorgt, also sehr, sehr cooler Laden. Das ist auf dem Löffel beides und da hast du so dieses cremige Pistazien, was so smooth ist und oben dann diese saure Note.
köstlich, schmächtig, schmackofatz. Ja. Dieser Granita-Becher wurde vernichtet. Wir sehen uns draußen. Dieses Granita, das kostet 2 Euro, dieser kleine Becher, der schon eigentlich ziemlich groß ist. Aber den hat er mir gratis gegeben, aber er wollte es nicht annehmen, aber dann habe ich ihm noch Trinkgeld gegeben. Also, wenn ihr jetzt nicht so viel mit Trinkgeld geben macht, ne, dann könnt ihr hier extrem günstig über die Runden kommen. Ne? Aber natürlich gibt man immer gerne Trinkgeld, weil man sieht das, die Menschen machen das vom Herzen. Und genau solche Läden, die supportet man halt am liebsten. Wenn ihr hier seid, lasst Liebe da und sagt, ihr kommt von mir. Kommt von Eduardo. Meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben oder was zeigen für den einen oder anderen, dass etwas dabei war. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Bleibt stabil.